Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Glas Dano Gaming und heute spielen wir wieder wie. Oder heute spielen wir nicht mehr wieder. Heute spielen wir ein Spiel, nämlich Train Sim World 4. Also auch genannt als Zugsimulator 4. Und ja, ich habe mir mal gedacht, komm, machen wir mal wieder neue Spiele. Ich werde jetzt in dieser Woche ganz viele neue Spiele spielen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe Bock, diese neuen Spiele zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde sagen, wir wählen hier auch erstmal eine Strecke aus. Und ich würde sagen, wir nehmen auch die S-Bahn. Und machen hier freies Spiel. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier nach Fahrplan, oder? So, wir nehmen natürlich die hier. Die hier. So. Okay, hier ist jetzt der Fahrplan, oder was? Zugdienst auswählen. Ah, Lindau Hauptbahnhof. Okay, hier kann man jetzt auswählen, wo man hin will. Also welche Zugstrecke man nimmt. Okay, aber es gibt auch aktuell nur die. Machen wir einfach mal so eine und drücken hier auf Beginn. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Spiel hier funktioniert. Ja, also muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert alles. Könnte heute ein bisschen schwierig werden mit dem ganzen Fahren hier. Fahren Sie diesen Passagier. Gierzug von Bludenz nach Bregenzhafen. Okay, beginnen wir. So, Fahrgäste einsteigen lassen. Türe entriegeln. Warum? Okay, Scheibenwischer? Nee, ich muss jetzt hier erstmal suchen, wo man die Tür. Alle Türen schließen? Nee, die Türen entriegeln. Wo macht man das denn? Türe entriegeln. Nee. Nee. Stromabnehmer. Gibt es hier auch eigentlich ein Raumlicht? Weil ich sehe hier nichts. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wo man hier die Türen aufmacht. Was ist das hier? Sandsteuer. Nee. Zugespitztes gedimmtes Licht. Geschwindigkeitsregler aus. Hier. Alle Türen verriegeln. Nee, die sollen natürlich. Alle Türen entriegeln. So. Türen entriegeln. Habe ich doch jetzt gemacht. Alle Türen entriegeln. Ja. Oh, habe ich das jetzt offen? Kann man denn hier die. Bewegen Sie die Hauptschalter auf aktiv. Leute, also das ist hier echt kompliziert. Türen entriegeln. Habe ich doch. Ah ne, rechts entriegeln. So. Alle Türen. Ich weiß nicht. Na Leute, wir sehen uns gleich einen Moment. Okay, ich habe es jetzt hingekriegt. Die steigen da gerade ein. Oben links seht ihr bei Fahrgäste einsteigen lassen. Seht ihr da jetzt so ein Ding? Und ja, da steigen die jetzt ein. Ich habe es keine Ahnung, wie ich es hingekriegt habe tatsächlich. Aber irgendwie, ich habe einfach alles gedrückt, was man drücken kann. Deswegen hat es jetzt funktioniert. So. Sind sie hier gleich alle eingestiegen? Türe verriegeln, okay. Linke Tür verriegelt, rechte Tür verriegelt. So. Linke Türen verriegelt. Aha, so. So. Jetzt sollen wir losfahren. Ich habe hier aber irgendwie noch was drin. Richtungsschalter nach vorne. Vorwärts. Ist doch vorwärts. Nee, vorwärts. Ja, eigentlich müsste ich doch jetzt losfahren können.
Legen Sie die Führerbremsventile ein, bevor Sie fahren. Führer. Was? Führer, was? Also man muss ja echt gucken, was hier alles was ist. Zuglicht. Innenbeleuchtung an. Lokführerbeleuchtung an. So. Okay. Ich muss hier irgendeine Bremse jetzt. Hauptschalter ist aktiv. Wo ist denn hier eine Bremse? Hell? Ah, hier. Federspeich. Nee, nicht Federspeich. Lösen. Nee, das ist falsch. Störungsassistent? Nee. Hä, wo kann man denn hier die Bremse? Leute, ich muss auch noch mal kurz hier gucken, wie die Bremse geht. Okay, Leute, ich hab's jetzt hingekriegt. Was ist hier falsch? So. Bewegen Sie den Hauptschalter auf 0, um den Führerstand zu aktivieren. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Gut. Dann fahren wir jetzt auf jeden Fall mal los. So. Oh, jetzt ist hier schon wieder irgendwas falsch eingestellt. So. Okay, ist auf 100. Warum bremst er jetzt schon wieder? Schalten Sie die Sicherheitssysteme PC. Ich check schon wieder nicht, was ich machen soll. Da merkt man mal, dass ich gar keine Ahnung von diesem Spiel habe. Okay, nochmal. So, das ist auf Fahrstellung. So, Gas. Perfekt, jetzt funktioniert es auch. Also, Leute, ihr müsst wissen, ich spiele dieses Spiel gerade zum ersten Mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber in der nächsten Folge wird es auf jeden Fall besser. So, jetzt können wir wirklich fahren. So, let's go. Wie schnell darf man hier fahren? Ah, das sieht man da unten rechts beim KMH, okay. Ich glaube, mir wird das sogar angezeigt, wenn ich zu schnell fahre, oder? Ich weiß es jetzt nicht ganz. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. So. Oh, ich muss langsamer werden. So schön langsam werden. So. Okay. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus, wie man hier fährt. So, jetzt fahre ich 23 km/h und fahre dann einfach da rein und dann bleibe ich stehen. Okay,
Dann ist unser erster Halt hier geschafft. So, jetzt kann ich schon mal bremsen. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Ziel erfüllt, okay. Türe entriegeln. Türe entriegeln, rechte Tür entriegeln. So, jetzt steigen sie ein. Let's go. So, hier kann man das jetzt sehen, dass sie ein- und aussteigen. Okay, jetzt, wo man das versteht, ist es dann wieder geil, ne? Gut, wir haben jetzt 5:51 Uhr, glaube ich. Ich bin viel zu spät, aber ist ja bei der Deutschen Bahn so üblich, ne? Nee, war natürlich ein Spaß. So. Türe verriegeln. So. Und weiter geht's. Schließen Sie die Fahrgasttüren, bevor Sie die Leistung öffnen. Ach so. Alle Türen schließen. Ich hab doch die jetzt geschlossen, oder nicht? Dann gucke ich mal wieder auf die Tastenbelegung. Türe rechts öffnen, Türe links. Die sind doch verriegelt, jetzt kann ich doch losfahren, oder nicht? Schließen Sie die Fahrgasttüren, bevor Sie Leistung aufschalten. Alle Türen schließen. Sind die jetzt geschlossen oder was? Bewegen Sie den Hauptschalter auf 0, um den Führerstand zu aktivieren. Welchen Hauptschalter? Ist irgendwie wieder so ein Hauptschalter, den ich drücken muss. Ah, jetzt. Aha. Boah, das ist echt manchmal auch ein bisschen kompliziert, aber es funktioniert. So. So, dann fahren wir jetzt mal wieder weiter hier. So ein 1,9 Kilometer ist das nächste. Okay. Wir dürfen auch maximal bis, weiß ich nicht, was fahren. Sollen Sie jetzt nicht so schnell fahren hier? Fahren jetzt mittlerweile 100. So, und jetzt müssen wir bremsen. Okay. Jetzt stellen wir den mal auf 0. So, jetzt ist er auf 0. So, Türe entriegeln. Jetzt muss ich ihn links entriegeln. Jetzt steigen sie links ein. Okay. Perfekt. So. Ist auf jeden Fall geil, ne? Der vierte Teil jetzt hier schon.
Ah, man kann hier sogar Geschwindigkeitsregler anschalten. Ah, warum bin ich denn jetzt auch immer so müde? So, kann ich jetzt mal schneller einsteigen hier? Linke Tür verriegelt, so. Perfekt. Und weiter geht die Fahrt. So, jetzt kann ich auf jeden Fall das hier mehr. So, jetzt sind sogar 5 Kilometer entfernt. Also ich glaube mal, dieses Video hier wird ein bisschen länger jetzt. Ich denke mal so 20 Minuten. Also ich 5 Minuten spiele ich das jetzt noch für euch. Und dann mache ich erstmal kein Video mehr davon. Also jetzt erstmal nicht für euch. Ah, ihr wisst, was ich meine. Aber so sieht das ganz geil aus, das Spiel. Ne? So. So, auf minimale Leistung. Ich gebe jetzt gar kein Gas, das ist nämlich gut, weil dann werde ich auch nicht schneller. So, 135 km/h fahren wir jetzt mit dem Zug, okay. 3,2 Kilometer noch und dann sind wir da. Also diese Haltestelle mache ich noch für euch und dann beende ich das Video auch. Weil dann geht es nämlich auch schon wieder viel zu lang. Aber in der nächsten Folge weiß ich dann auf jeden Fall wieder, wie das hier funktioniert. Also ich denke mal, in dieser Woche wird noch ein Video von diesem Spiel hier geben. Muss ich aber dann mal gucken. Genau. So. Dann sind wir am Nenzing Bahnsteig 2. Um 5:49 Uhr sollen wir da sein. Wir haben schon 5:58 Uhr. Ja gut. Paar Minuten zu spät, würde ich mal sagen, ne? Aber macht ja nichts. Schalten Sie den Hauptschalter auf, um Strom von der Oberleitung zu ziehen. Was meinen die damit? Keine Ahnung. So. Jetzt sind wir auch gleich wieder da. Ich weiß schon wieder nicht, was sie wollen. Egal. Ich werde auch nicht schneller, seht ihr? Egal, ich muss eh hier gleich stehen bleiben. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Aber wir sind auf jeden Fall gleich angekommen. Jetzt muss ich auf jeden Fall bremsen. Sonst wird's. Oh, es wird kritisch. Notbremse. 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 Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit nach vorne gefahren. Ja, wir fahren einfach weiter, würde ich mal sagen. Bleib stehen, Zug. Ziel erfüllt. So. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.